Bei jedem Einkauf im Asti Store erhältst du 5% Rabatt. Zeig uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Gewinne außerdem 2 VIP-Tickets für das letzte Heimspiel gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Ja, also mir wäre es immer lieber, wenn das ein bisschen einfacher wäre. Aber das 2-1 der Hallenser hat das Spiel ein bisschen auf den Kopf gestellt. Also wir waren, denke ich, schon die bessere Mannschaft, die versucht hat, Fußball zu spielen nach vorne, auch die mit den besseren Chancen. Und dann liegst du auf einmal hinten und du weißt gar nicht, wieso. Und dann ist halt wichtig, dass man auch solche Mitte wie Standardsituationen zurückgreift. Und da war man heute, muss man wirklich ein Lob aussprechen an die Schützen. Marv und Ayas, die kamen heute top. Und wenn halt 7, 8 Dinger von denen kommen, dann müssen wir halt in der Mitte müssen wir die Verantwortung übernehmen, die Großen, dass auch Tore fallen. Und das ist heute ist uns gut gelungen. Ja, das war Leidenschaft, das waren Emotionen, das war purer Wille von uns. Ich glaube, ja, da war alles drin, was ein Fußballherz begehrt. Und wir, glaube ich, gehen verdient als Sieger vom Platz, auch wenn wir zwischenzeitlich durch individuelle Fehler in Rückstand geraten sind. Aber mein Gott, jeder macht Fehler, wir sind eine Mannschaft, wir sind wieder geschlossen zurückgekommen. Das ist unsere Qualität diese Saison. Ja, er war natürlich betrübt, aber wir haben gesagt, Junge, wir spielen hier Fußball und jeder von uns macht Fehler. Und der eine Fehler führt zu einem Fehler, das war in dem Moment seiner, klar. Aber im Endeffekt, der macht es 3-2. Ne? Ich habe gesagt, am Ende gehst du hin zu ihm und sagst, so ist Fußball, Junge. Das wird dir nicht immer so gelingen, aber es bringt dir nichts, wenn du Fehler machst, machst Kopf hoch, spielst weiter. Fertig. Ja, ich muss sagen, von mir war das etwas dumm, wie ich da in den Zweikampf reingehe im 16er. Ich muss ganz klar oben bleiben, den Mann ablaufen. Kompliment an die Mannschaft, Trainerstab, Physio, alle sind wirklich zu mir gekommen, haben mich gepusht, haben mich umarmt. Ich habe mich in der Halbzeit entschuldigt, habe gesagt, dass ich versuchen werde, alles wieder gut zu machen. Dass mir das mit dem Tor gelungen ist, natürlich umso schöner. Aber wie gesagt, Kompliment an die ganzen Jungs. Es war für mich sehr emotional, wie sie mich gepusht haben und wie sie mich nochmal unterstützt haben, trotz diesem Rückschlag. Ja, es freut mich für Mocky. Wir haben alle zu ihm in der Kabine gesagt, er hat sich noch entschuldigt dafür, hat gesagt, ey, tut mir leid, Männer, für den Elfmeter, aber ich habe zu ihm gesagt, ey, Mocky, heute ist trotzdem dein Tag, du machst das Tor. Ist meistens so, wenn welche Elfmeter verschulden oder sonst was. Und Mocky, Matchwinner. Mein Gott, das passiert halt einfach. Wir sind eine Mannschaft, jeder macht Fehler, kleine Fehler, große Fehler, das ist gar kein Problem. Hauptsache mal lassen Kopf nicht hängen und man ist nicht geknickt. Brust raus, Kopf hoch und wir haben das Ding wieder gerissen. Im Spiel ist alles möglich und der Mocky hat es gezeigt, der macht zwar einen Fehler, aber der bügelt ihn wieder gerade. Und ja, wir haben mich einfach gefreut für den Jungen und das ist Fußball. Also ich habe mit dem Marvin habe ich den englischen langen Ball angezeigt. Ich weiß nicht, ob der das gesehen hat. Wenn er es gesehen hat, hat er es gut gemacht. Ich springe dann hoch zum Kopf, weil gut, dass ich den so treffe, ist vielleicht ein bisschen Glück dabei. Die Emotionen danach, das war der Wahnsinn. Die ganzen Jungs, wie die mich umarmt haben, wie die sich mitgefreut haben. Ich glaube nicht nur die Jungs, sondern die ganzen Fans haben sich für mich gefreut und das habe ich zu spüren bekommen. Und dann, wie wir das 2-2 gemacht haben, dann waren die wieder komplett da und dann ist das Dynamo einfach. Dann waren wir zu 12, zu 13, weil da ist nochmal so viel Emotion und Power von den Rängen runtergekommen und dann haben wir dann nochmal vorne einfach mit Wille reingedrückt. Ich glaube, dass wenn wir noch weiter gespielt hätten, dann hätten wir die aufgefressen, die Hallenser.